Rätsel. Wie alt sind die Kinder? Betrachten wir das folgende Rätsel. Ein Mann besucht eine Familie mit drei Kindern. Er fragt die Mutter nach dem Alter der Kinder und erhält als Antwort: Das Produkt der Alter ist 36 und unsere Hausnummer gibt die Summe der Alter an. Der Mann sieht sich die Hausnummer an und antwortet: Jetzt kann ich das Alter der Kinder auch noch nicht feststellen, bemerkt er. Darauf sagt die Mutter, sie sollten auch wissen, dass das älteste Kind Klavier spielt. Das soll man nun lösen können? Die Aufgabe hört sich ganz schön schräg an, aber wir werden sie strukturiert Schritt für Schritt lösen. Es geht um das Alter der drei Kinder. Und wenn etwas unbekannt ist, setzt man in der Mathematik gerne Variablen dafür ein. Wir nehmen hier mal die Buchstaben A, B und C. Das Produkt der Alter, also A mal B mal C, ist 36. Und die Hausnummer ist die Summe, also A plus B plus C. Und welche Alterskombinationen ergeben als Produkt der nun 36? Dazu führen wir eine Primfaktorzerlegung der 36 durch. 36 ist 2 mal 2 mal 3 mal 3. Die Faktoren müssen jetzt auf drei Kinder verteilt werden und dazu ergänzen wir hier noch zwei Einer. Jetzt können wir uns an die Aufteilung der Faktoren auf die drei Kinder machen und schauen, welche Kombinationen möglich sind. Zum Beispiel ein Kind ist 36 Jahre, die anderen beiden jeweils 1. Das Produkt ist, wie vorausgesetzt, 36 und die Hausnummer als Summe ist dann 36 plus 1 plus 1, also 38. Es ist aber auch die Kombination 18, 2 und 1 möglich. Die Hausnummer wäre dann die 21. Beim Alter 12, 3 und 1 ergibt sich die Summe 16 als Hausnummer. Die Kinder könnten aber auch 9, 4 und 1 Jahr alt sein. Hier ist die Hausnummer dann die 14. Sind die Kinder 9, 2 und 2, so wäre dann die Hausnummer die 13. Eine weitere Kombinationsmöglichkeit ist die 6, 6 und 1. Hierbei ist die Summe der Alter dann 13. Sind die Kinder 6, 3 und 2 Jahre, wäre die Hausnummer die 11. Und die letzte mögliche Kombination wäre die 4, 3 und 3. Und dabei ergebe sich die Hausnummer 10. Und jetzt? Jetzt schauen wir nach der nächsten Information im Text. Der Mann sieht sich die Hausnummer an und antwortet: Jetzt kann ich das Alter der Kinder auch noch nicht feststellen. Würde er zum Beispiel die Hausnummer 21 sehen, dann würde er diese Aussage natürlich nicht tätigen, denn dann wüsste er, dass die Kinder 18, 2 und 1 Jahr alt sind. Betrachtet man die Liste der Hausnummern, dann findet man die 13 dort mit zwei Einträgen. Die Hausnummer muss also die 13 sein, sodass der Mann das Alter der Kinder noch nicht nennen kann. Und die beiden Möglichkeiten sind jetzt die 9, 2 und 2 oder die 6, 6 und 1. Tja, und jetzt? Jetzt steht da noch die Information der Mutter, dass das älteste Kind Klavier spielt. Das Klavier ist dabei nicht der Kern der Aussage, sondern dass es ein ältestes Kind gibt. Und das ist nur in der oberen Kombination der Fall. Das Alter der Kinder beträgt also 9, 2 und 2 Jahre. War eigentlich doch gar nicht so schwer, oder? Und das, obwohl der Text nicht so aussah, als ob man das lösen könnte. Bist du noch auf der Suche nach weiteren Materialien wie Klassenarbeitstrainern, Lernblättern und Erklärvideos? Dann schau doch auch mal auf schlauistwau.de rein. Die Erklärvideos gibt es natürlich auch hier im Kanal, den du gerne abonnieren kannst, um keine neuen und interessanten Videos mehr zu verpassen.